Juhu, halli, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Die Sims 4 Landhausleben. Ah ja, einsammeln muss ich hier jäten, ja. Hi, gucke mal, unser Wildhase. Okay, also wir sind hier auch schon einmal einen Stein weiter, weil er sich gut um das Lama kümmert. Wir sind jetzt Freunde. Beste Freunde fürs Leben. Spiel? Hallo? Danke. Bitte ein Lama-Gesicht zu machen. Aha. Übers Zwitschern reden. Geschenk. Geben wir ihm Geschenk. Mehr Auswahl. Huch! Was kann man den Vögeln geben? Mehr Auswahl. Wolle. Obst. Ein Apfel. Geben wir den Vögeln einen Apfel, oder? Jetzt müssen wir noch gegen Käfer einsprühen. Es gibt hier Sachen. Ich habe gedüngt. Deswegen zieht da so eine Duftwolke. Alles ernten. Oh, hier will jemand weiterentwickelt werden. Noch jemand? Nein. Milbenmittel anwenden mit den Bienen. Das sind ja immer die gleichen Sachen, ne? Die man machen muss. Grillen, pflegen. Anpflegen. Alles ernten. Wie immer. Oh, ist die Kuh gerade gehabt? Die Kuh hat einen Hopsi gemacht. Fandet ihr das lecker, den Apfel? Hilft nicht bei der Gartenarbeit, okay. Aber das können sie doch machen, oder? Okay, wir müssen 5 Objekte in Bramblewood sammeln. Vielleicht sollten wir das einfach angehen. Wir sind ja nicht... Das ist der da oben, oder? Ich weiß es nicht mehr. Es ist schon so lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Hier. Das... Ja, das ist Bramblewood. Müssten wir 5 Objekte sammeln. Ich finde es schöner, wenn man ein Auto fahren könnte, wenn man ein Auto hat. Und dann muss man irgendwie mit dem Taxi fahren oder sowas. Und das kostet dann jedes Mal Geld. Oder man geht zu Fuß. Oder man kann halt nur in eine andere Nachbarschaft, wenn man halt Geld ausgibt oder so. Aber naja, ist auch egal. Das Leben ist kein Wunschkonzert, ne? Wir sollten hier aber auch eigentlich schnell 5 Sachen für jeden finden. Sagte sie jetzt und fand es nicht wahrscheinlich. Angeln zählt nicht. Sammeln ist sammeln. Sammeln ist ja nicht angeln, ne? Du. Wir brauchen Objekte, die wir sammeln können. Objekte. Ach, guck mal, hier ist dieser Kreaturenhüter. Du machst einen netten Eindruck, falls du möchtest. Einige Dorfbewohner würden sich ganz sicherlich über deine Unterstützung freuen. Ja! Hallo, Häschen! Hallo, Herr! Mensch! Danke, wir sehen sehr nett aus. So, stopp, Spiel. Was können wir denn noch machen? Ich habe auch bisher nur eine Sache zum Graben gefunden. Alle anderen Sachen sind halt noch nicht reif. Tierkleidung kaufen. Nicht, dass wir Tierkleidung kaufen. Hilfe anbieten. Ne? Ich will nur wissen, was es gibt. Sind halt alle noch nicht fertig, die Sachen, die hier überall sind. Man sieht zwar mehrere Sachen hier rumglitzern. Aber die sind nicht fertig. Deswegen habe ich Wackels Angeln geschickt. Ein so ein Hügelchen haben wir gefunden, aber der zählt auch nicht. 5 Objekte. Zählt das nicht? So. Regenbogeneier? Regenbogeneier? Was sind denn Regenbogeneier? Mit untersuchen. Kamera auf den Kreaturenhüter. Fokussieren. Sammelte Pflanzen verkaufen. Aha. Polizisten wird's machen.
Ah, guck mal, wie süß. Gibt voll die coole Tierkleidung. Kann man die auch stricken mit dem Strickset? Wahrscheinlich nicht, ne? Von Naturschwärmen. Beeren tauschen. Gegen Blaubeere eintauschen. Gegen Himbeere. Gegen Schokobeere. Zwei Blaubeeren. Oh, zwei Himbeeren. Oh. Beeren tauschen. Von Gartenarbeit schwärmen. Kennenlernen. Marco hat einen Tonklumpen gefangen. Gefühle halten. Okay. Wir haben ein Gefühl verhalten. Ja, okay. Wir sollen die Einheimischen kennenlernen. Ich verstehe das schon. Große Nähe durch glückliche Erinnerungen. Ach, süß. Dann gehen wir mal ein paar. Hi! Ein paar Einheimische kennenlernen, oder? Schokobären! Achso. Verkaufen. Nein. Pilz. Oh, guck mal, wie viel wir für unsere Erdbeeren kriegen. Ups. Ich dachte, wir gucken uns hier einfach mal um. Wir sollen ja irgendwelchen Dorfbewohnern unsere Hilfe anbieten. Du kannst ja mal vorstellen, an die Tür klopfen. Hallo, Palim Palim. Erwachsene, Selina Schäfer. Komm herein, danke. Oh, du hast aber eine tolle Treppe. Tag verschönern. Wir kennen uns auch schon, ne? Von Gartenarbeit schwärmen. Freundlich. Diskutieren, ob das Huhn zuerst da war. Erzählen wir noch einen schmutzigen Witz, weil wir so witzig sind. Hallo Mensch. Freundlich vorstellen. Muckis. Wow. Aber das ist kein Ziel, irgendjemandem zu helfen. Lauf, Jock. Los, Marco. Gib Gummi. Hallo, du. Ist aber nett, über örtliche Angelplätze reden. Nach Lieblingsfarbe fragen. Hallo. Vom Angelschwärmen. Warum wollen wir denn über Karriere streiten? Nein, wir wollen nicht streiten. Wir sind nett und lieb. Aber hier können wir auch nicht helfen, ne? Naja, du siehst ein Star, ist das Nancy? Für die besten Kühler können wir reden. Kennenlernen. Hallo. Vielleicht sollten wir mal irgendwie im Pub nachgucken. Hallo, ich klaue mir erstmal deinen PC, ne? Ich hoffe, das ist in Ordnung. Wir kennen uns zwar nicht so gut. Aber ich hoffe, das geht voll fit, dass ich hier dein PC klaue. Aber in Papp. Wir gehen in Papp. Aber in Papp. Hier waren wir noch nicht. Warum waren wir denn noch nicht im Papp? Hallo, Papp. Oh, ich gehe so gerne in den Papp. Was haben wir denn? 12 Uhr, ja, komm. Ich hätte gerne etwas. Oh. Was wollen wir denn? Epa. Creme Cola. Nee, ich möchte gern Bier. Ich hätte gern einfach ein bieriges Bier. Heiß und rauchig. Nein, nein, das ist zu teuer. Ich dachte, dann kommt irgendwie eine Beschreibung. Bestellen. Nehmen wir ein Malzbier. Ah, guck mal, die sind so gute Freunde. Da ist Selina. Ja, das sind ja keine Sims von hier, ne? Oh, ist das Frau Knautschgesicht? Hier. Grünzeugstandbesitzerin. Schnell! Senioren. Grünzeugstandbesitzerin. Freundlich vorstellen.
Oh, wie schön ist es hier. Warum ist es hier so schön, so schön, so schön? Die Telefonzelle! Aber eine rote, ist die falsche. Wir brauchten schon rote Telefonzellen. Hallo, ich hätte gerne ein Malzbier, bitte. Dankeschön. Sind Sie auch eine Einheimische? Freundlich vorstellen. Oh, ich möchte auch Tattoos. Ich hätte so gerne mehr Tattoos, ne? Da, Hilfe anbieten. Wir können ihr Hilfe anbieten und da ist eine Ortsoberbürgermeisterin. Der können wir bestimmt auch Hilfe anbieten. Ach, wie cool! Ah, Belohnung. Neue Saat? Wie bitte? Was willst du? Was machst du hier? Ob du willst. Du willst helfen? Mal sehen. Ich brauche einen Kürbis und den Papp wimmelt es nur so von Zimts und ekliger Flirtlaune. Beweise mir, dass du etwas vom Gemüseanbau und Ausschimpfen von Leuten verstehst. Und ich könnte etwas zu trinken. Aha. Neue Saat. Ich glaube, wir machen erstmal die neue Saat. Ich möchte nämlich dich niemanden anmeckern. Ach, wie cool. Stopp. Okay, sie möchte, dass ich selbst gezüchtete Himbeeren ernte. Das ist überhaupt kein Problem, freundlich vorstellen. Wir haben ja Himbeeren, ne? Bei ihm braucht man uns da nicht vorstellen. Hallo? Dann stellen wir uns mal ihr vor. Der Oberortsbürgermeisterin. Für die sollten wir doch auf jeden Fall Botengänge erledigen. Oder mag uns nicht der Simonsgott? Hallo, ich möchte gerne einen Botengang für Sie erledigen. Hallo, okay. Hilfe anbieten. Sind dann wahrscheinlich auch andere, ne? Ein freundschaftlicher. Ich wollte eigentlich ein paar Freunde im Dorf besuchen, aber ich habe schrecklich viel zu tun. Hast du Lust, einen Spaziergang zu machen und nachzusehen, wie es allen geht? Ich weiß, dass es hier gefällt, aber für den Fall, dass du noch nicht überzeugt werden musst, habe ich eine kleine Tour für dich. Übernimm. Okay. Nehmen wir beide an. Stopp. Okay, du wirst unser schönes Dorf auch bald lieben. Natürlich werde ich euer schönes Dorf lieben. So, was müssen wir machen? Einen Fisch fangen. Am Grünzeugstand nach Grün. Okay, ist das der Grün? Zeugstand. Da sollen wir stöbern kaufen. Du kannst dich freundlich vorstellen. Die haben bestimmt auch Aufträge für uns. Grünstandzeugsbesitzerin, Lebensmittelhändlerin. Ach so, da musst du bei dem anderen, bitte. Hier. Kaufen. Okay, und das muss man dann noch mit drei wichtigen Personen ein vertrauliches Gespräch über Henford führen. Wer ist Henford? Komm, ein Apfel. Gekauft. Zählt das? Ja. So, den Lebensmittellieferanten nach seinen Träumen fahren. Wo ist denn der Lebensmittellieferant? Bist du eine wichtige Person? Respektvoll vorstellen. Ach, das finde ich ja cool mit den Botengängen. Hallo! Ja, guck mal, mit ihr kann man vertrauliche Gespräche führen, liebe Henford. Und wir können die Hilfe bei Botengängen anbieten. Kennst du den Tag, an dem du viel zu tun hast? Ich brauche Zutaten, klar. Einen Blumenstrauß anfertigen. Okay. Leibliche und würzige Pilze. Wo kriege ich denn verschiedene? Im Bramble wird gesammelt und im eigenen Garten angebaut werden. Sie werden manchmal auch im Grünfutterstand. Auf dem hier verkauft. Das ist nicht der Grünfutterstand. Sechs weiße Eier, okay. Okay, guck mal. Wir gehen hier hin, stellen uns freundlich vor und können dann vielleicht Objekte kaufen. Du stellst dich auch freundlich vor
weil man mit ihr über Handford reden kann. Da. Und mit der da drüben auch bestimmt. Was suche ich? Pilze, ne? Pilze. Pilze. Pilze, Ego-Beere, Feuerblatt, grünliche Pilz, ungünstig, nee. Wollen wir nicht. Kokos, Kuhbeermarmelade. Morchel. Pieksfrucht, Pilz. Ja, Pilz haben wir ja schon. Sattgrüner Pilz. Aha. Guck mal, das ist schon mal der eine von denen. Mehr gibt's auch nicht. Kaufen. Hilfe anbieten. Kann ich dir Hilfe anbieten? Hallo. Ich möchte gerne. Aha. Zwitscherner Zwerg. Ach komm. Und noch habe ich Fragen. Ach so, das sind seine Sachen. Okay, noch eins wollte ich. Ging ja auch gar nicht. Hat sie das nicht gemacht? Doch, ist ihrer, ne? Lieblich und würziger, tierischer Komfort. Da. Mit einem Zwerg sprechen und zwei Singles finden. Okay. Wer ist denn Handford? Das ist so ein kleiner Witze machen. Guck mal, romantisch. Fragen, ob Sim Single ist. Und du kannst dich hier einmal freundlich vorstellen. Weil den Auftrag, den will ich eigentlich noch erledigen. Guck mal, da haben wir schon mal einen Single. Sehr gut. Stopp. So, wer bist denn du? Freundlich vorstellen. Und du? Ah, oh, jetzt hat sie zugemacht. Ah. Ein vertrauliches Gespräch führen. Lebensmittellieferant. Warte, ich muss irgendwas mit dem Lebens. Da. Guck mal hier, das ist der Lebensmittellieferant. Freundlich vorstellen. Freundlich vorstellen und über Antwort führen. Lauf nicht von mir weg! Lebensmittellieferant. Hallo. Ich muss dich nach deinen Träumen fragen. Ja. Und du? Ja. Perfekt. Sie das? Ja. Das ist die Lebensmittelhändlerin. Eier liefern. Was wollte ich, was soll ich denn mit ihr machen? Singles finden. Okay. Romantik, fragen, ob es ein Single ist. Guck, noch ein Single gefunden. Handford und Handford reden. Und jetzt müssen wir noch mit einem Zwerg sprechen. War hier nicht eben ein Zwerg? Da ist ein Zwerg. Reden mit. Okay, man kann in den anderen beiden Ortschaften die Pilze sammeln. Das machen wir vielleicht in der nächsten Folge. Guck mal, wie er da sitzt und stickt. Cool. So, mit wem haben wir denn jetzt ein vertrauliches Gespräch geführt, hä? Ich glaube, mit ihr. Komm schon! Mit einem von euch beiden muss ich noch eins führen. Pinnwand voll, ist mir auch egal. Okay. Habe ich mit dir schon über Handford geredet? Ja, doch, mit dir habe ich schon. Oder? Ich weiß es nicht. So, wo ist denn Agnata?
Knautschgesicht. Agnata, Knautschgesicht. Ich habe Informationen für dich. Steh auf und rede mit ihr. Freundlich vorstellen. Guck mal, sie hat nur 14 Laden zugemacht. Milchstraßenverschwörung theorisieren. Vertrauliches Gespräch führen. Wir müssen noch einen Fisch fangen. Und der Bürgermeisterin über die Träume. Da war sie, oder? Sekunde. Knautschgesicht. Rock Knautschgesicht. Haben wir sie noch eingeholt? Ja, guck mal, sie wartet auf uns. Sehr gut. Da müssen wir jetzt berichten von den Singles und von dem Zwergentratsch. Reden wir erstmal nett mit ihr. Und jetzt müssen wir ihr von den Zwergentratsch berichten. Du musst noch einen Fisch fangen und mit der Bürgermeisterin über die Träume reden. Naja, gut. Upsi-dupsi. Ist ja auch egal jetzt erstmal, ne? Ich würde sagen, wir machen hier weiter in der nächsten Folge. Ich sage danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Sims 4 Landhausleben. Ciao.